Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Lost Judgment mit Minim Pirates. Wir machen weiter. Wir sind immer noch hier unterwegs und ja, vergessen jetzt mal das Casino. Denn wir haben letztes Mal gegen Hayakawa gespielt und wir haben übelst verloren. Und dann haben wir ein bisschen Blackjack gespielt, da habe ich gewonnen. So, Skorpion, nice. Nice, cool. Hier haben wir jetzt mal einen Katzen kurz, bevor wir dann weitermachen. Sehr schön, Leute. Dann, ja, mal gucken, was heute ist. Ja, mal sehen wir, was heute los ist, was heute abgeht, ne? Auf jeden Fall bin ich gespannt. Sie hat noch keinen Namen. A name, huh? Sehr gut, dann frage mich, wie das wohl schmeckt. Okay, nice. Wir müssen ja, wir müssen uns ein bisschen mit Schätzen hier anfreunden. Damit wir diese Quests weitermachen können. Ja, Paradies wohl ja Upgrade, okay. Serio, hi. Wie kostet das? 500 Yen, okay. Ich habe eben was mit 1000 gelesen. Hätte ich jetzt gesagt, dann fahre ich kurz selbst runter. Obwohl, eigentlich ist es eh. Ich meine, wir würden auch ein bisschen Geld sparen, wenn wir selbst runterfahren würden, ne? Warte mal, Skills. Wert haben wir hier, ja. Fähigkeiten auch noch auf Google, ja. Aber hier noch nichts mit okay, nee, ich kann jetzt, ich kann nichts machen, um das Glücksspiel zu erhöhen. Das war eben meine Idee. Aber nö, dann nicht. Nö, dann nicht. Wie weit sind wir am Casino jetzt eigentlich? 60% schon, easy. Easy, 60 schon.
Masawa. Ja, Masawa, du wolltest hier mit ihm über etwas reden. Ja, es geht um einen neuen Untergrund. Underground Community, gerade jetzt entstanden ist. By the way. Ah, und was für eine Club geht es dieses Mal? Sportkultur? No. Nun, es ist nicht wirklich ein Club. Nicht? Ja, ein sicherer Hafen außerhalb der Schule. Um ehrlich zu sein, nennt sich jemand eine Art Motorradgang. Eine Motorradgang. Yes. Die größte in der Jinjo nennt sich Made in Heaven. Ich möchte, dass sie undercover dazu ermitteln. Ich sollte mir dieses Detail ändern. Made in Heaven? Hey. Was soll denn der Made in Heaven? Nun, grob gesagt, fallen Motorradgangs in zwei Kategorien: Rollstuhl und illegale Rennen. Diese hier hält illegale Rennen ab. Does that mean? Der macht das Straßenrennen, oder? Yes. Genau. Sie sind tempoverrückt. Anders als Rollstuhl Gangs sind ihre Mitglieder nicht als große Gruppe unterwegs und behindern sie den Verkehr. Der Boss von Made Heaven ist äußerst mächtig und einflussreich. Sie senden ihn mit ihren Anführer. Interessant sind ihre ungewöhnlichen Methoden während des Rennens. Damit heben sie sich selbst von einem anderen Start Street Racing ab. In dem Tempo-Rad spielen sie ja mit Absicht jede Menge gefährliche Manöver aus. In other words. Vielleicht sollen sie ja mit ihrem Mut unter Beweis stellen. Ja, aber sie schrecken vor nichts zurück. Sie greifen sich sogar gegenseitig an und stören sich. Yagami-san, es wäre eine Riesenhilfe, wenn sie sich ihren neuesten Mitglied vornehmen. Ein Schüler im dritten Jahr. Er heißt Yuma Su. Steht er mit dem Professor in Verbindung? Dafür gibt es keine Beweise, aber ich glaube, er mit bösen Absichten hat ihn zum Beitritt überredet. Sein Leben nahm eine dramatische Wendung. Dramatisch, wie meinst du das? Su-kun war ein Musterschüler mit guten Noten. Er leitete sogar ein Disziplinarkomitee. Does that mean? Meinst du damit, er hat die Regeln gebrochen, damit denn das genaue Gegenteil von einem Motorradgang? Yes. Genau. Da fragt man sich doch, wie er überhaupt in Gangmachenschaften verwickelt werden konnte. Ich meine, er hatte hier ziemliches Ansehen. Die anderen Kids nannten ihn Rächer der Regeln. Rächer der Regeln? Ja, wenn du die Regeln die jetzt befolgst, er hat dich gejagt. Er folgt der schlimmste Übeltäter, vor denen er sich eigentlich fürchten sollte. Ganz gleich, wer oder was du warst, brichst du die Regeln, tauchte auf. Der Spitzname. Und dann wurde er zum Biker. Als eine dramatische Wende. Nicht nur das. Er stieg in einer Nacht zum Anführer von Made Heaven auf. Er schaffte den ganzen Weg bis an die Spitze. Huh? Was? Sie haben richtig gehört. Der als erregerlicher gefürchtete Leiter des Disziplinarkomitees, der Schüler wird zum Anführer einer Motorradgang. Ein einzigartiger Fall. Naja, wegen des Anführer geblieben. Der nehme ich an, dass ihn jemand dazu überredet hat. Ja, mit bösen Absichten, wie gesagt. I see. Ja. Wie wurde Su Mitglied an einem Motorradgang? Einfach sieht der Junge komplett widersprüchlich. Haben wir eine Idee, wie Su da eingezogen wurde? Tja, als Teil des Disziplinarkomitees der Schule trat Su Kun selbst auf Made in Heaven zu. Er konfrontierte die Gang ganz alleine, um die anderen Schüler Serio davon abzubringen. Ganz alleine, sagst du? Es heißt, er hat nicht mal geblinzelt, als er in ihre Seelen blickte und ihnen den Arsch aufriss. Laut der anderen Schüler der Serie sagte er, du musst halt auch nochmal weg von diesen Leuten. Ist nicht ganz klar, ob er mutig ist oder einfach noch keinen Verstand hat. Doch er wird solch ein Regelverfechter zu dem Anführer, klingt ziemlich bizarr. Genau, ich muss sagen, dieser Fall hat mein Interesse geweckt. Sag mal, mit einer Cover meinst du aber nicht? Yes. Natürlich. Ich hoffe, Sie wissen, wie man fährt, Yagami-san. Seriously? Das kann nicht in Ernst sein. Ich denke, sollten Sie an der Kamera überprüfen, Yagami-san. Erstens, finden Sie heraus, warum Su-Kun plötzlich zum Anfang des Haufens zu einem Übeltäter wurde. Diese Frage brauche ich unbedingt eine Antwort. Zweitens, reden Sie mit den Teenagern, die mit diesen Biker-Stunts ihr Leben riskieren. Finden Sie zurück auf die richtige Bahn. Wenn das so weitergeht, sterben Sie alle durch Verkehrsunfälle. Gotcha. Gut. Ein Versuch ist es wert, wo finde ich Sie? Einige Mitglieder von Made Heaven sind nur nachts im Hamoka Park rum. Kente bringt ihnen das Motorrad meines Vaters. Können sich heute Abend bei Hamakita Park mit ihm treffen. Okay, heute Abend geht zum Hamamika Park. Park. Meine Motorradgang. 12%.
Verstehe, die Regungen des Gegenübers, die ohne diese anzusehen. Hast du schon etwas gehört? Ich meine, du liest ziemlich viel, oder? Ich schätze, wenn wir übersinnliche Fähigkeiten ausschließen, Portos ist in der Lage, dann sollten jetzt zu bestimmen. Ohne den Sehsinn bleiben nur noch vier Mittel übrig. Ah, also Ausschusserfahren, wir kommen darauf. Laien, die Wissenschaftler haben erkannt, dass es der menschliche Körper unterbewusst permanent Informationen aussendet. Vielleicht kann Hayakawa sind diese Informationen im ungewöhnlichen wachen Sinn erspüren. Mit einem anderen Sinn als dem Sehsinn. Yagami-san, Sie haben mit Hayakawa-san an einem Tisch gesessen. Sie haben bestimmt gut genau beobachtet. Was denken Sie, wie Hayakawa-san die Empfindung ihres Gegners liest? Mit einem anderen Sinn als dem Sehsinn, mal überlegen. Wenn ich ans Kissen wieder zurückdenke. Ich schien zu spüren, der Typ auslassen, bevor es geschah. Da war es sie nicht mal angeblickt. Wenn die Menschen unterbewusst permanent Informationen versenden, wo ist sie diese in einem Sinn verfassen? Sehe denn nicht. Tasten geht auch nicht. Vielleicht im Hörsinn? Wer ist denn im Gehör? Vielleicht hört sie, wie sich die Atmung des Gegners bei einem guten oder schlechten Gespräch ändert. Ihr Gehör wie? Oh, nein. Warte. Ja, ich glaube, dann wusste der Typ, wie er aussieht. Warum er dann den Mund öffnete. Hätte sie zu einem Wortwitz mitbekommen, wäre es eine andere Geschichte. Richtig. Schreiben wir hören also von Liste, bitte. Yeah. Okay. Alles klar. Wir müssen ja alles ausgeschlossen. Geruch. Ein Tasten? Was für ein Tasten? Ja, klar, dann spielt die Empfindung von Leuten, wenn man in einem Raum ist. Was, wie soll das eine Bürgerin passieren? Ich könnte eine passive, taktile Winzigkeit sein. Dann spürt sie das Ki ihres Gegners, oder ihre Haut reagiert darauf. Meinen Sie mit Ki eine Art Aura? Glauben Sie wirklich an du etwas, Jagomissan? Yeah. Weil manchmal spüre ich im Kampf, wie echt was Mächtiges aufflammt, weißt du? Jagomissan, vielleicht lesen Sie einfach zu viele Shonen-Mangas. Komm schon, glaubst du nicht, dass das möglich wäre? Wenn wir in den Fähigkeiten mit einbeziehen, funktioniert das andere Ausschussverfahren nicht mehr. Schließen wir die Tasten also aus. Wenn ich schwör, es echt ist, bilde ich mir es wirklich nur ein? Geruch. Kann man das riechen? Er ist mit dem Geruch. Der ist unsichtbar. Man kann ihn wahrnehmen, ohne die Quelle oder anzusehen. Wie groß sind, verstehe. Ja, Mistan. Vor einiger Zeit habe ich etwas gelesen. Es ging um ein Forschungsprojekt, demzufolge Hunde die Empfindungen von Menschen allein am Geruch spüren. Sie erkennen Empfindungen am Geruch? So ist es. Der Hormonhaushalt der Menschen schweigt mit ihren Empfindungen. Bis zu einem gewissen Maß erinnern diese auch den Geruch ihres Schweißes. Freude, Furcht, Trauer, Verwundung, Wunderung, Ungeduld. Alles lässt den Schweiß anders riechen. Für den Durchschnittsmenschen sind diese Hormonverschwankungen so subtil, dass sie ihm nie auffallen würden. Doch Hunde können mit dem scharfen Sinn selbst aus der Distanz den kleinsten Wandel wahrnehmen. Was für die alles lernt. Den Forschern zufolge blenden Hunde womöglich, wenn sie die Furcht ihres Herrchens riechen. So wissen sie auch, ob ein trauriger Mensch groß braucht. Meinst du mit Hayakawas Geruch aus? Groß ist so ausgebildet wie ein Hund. Hunde weisen deutlich mehr olfaktorische Rezeptoren als Menschen auf. Keiner könnte je so gut riechen wie sie. Allerdings, laut einiger Studien, Menschen bei den Nervenzentren groß sind weniger stark benachteiligt als Hunde. Ach ja? Yes. Ja. Kurz gesagt, Menschen nutzen ihre olfaktorischen Fähigkeiten nicht annähernd so gut, wie sie eigentlich könnten. Es ist fast so, als hätten wir unser Potenzial irgendwie verschlossen. Wenn das so ist, hat der Herr Kawa womöglich irgendwie Zugang zu diesem Potenzial erlangt. Yes. Ja, wir werden abschließen. Doch in Casino Simmel ist wohl gerüchen. Wie kann er jetzt den Geruch des Kickers von allen anderen unterscheiden? Das weiß ich nicht. Allerdings. Er fühlt sich halt über einen absoluten Geruchssinn, so wie andere über absolutes Gehör. Ein absoluter Geruchssinn bei unserem Stand ergibt es am meisten Sinn. Klingt an einer brauchbaren Spur. Aber Sava, du bist ja ein Wunderkind, denn Wissen wird dich noch weit bringen. Ich bin bloß froh, bei dem Fall helfen zu können. Bei der K wird ich einen absoluten Geruchssinn. Klingt nach einer der besten Wesen. Ich würde in der Gegend nach einem Mittel suchen, um Hayakawas Geruchssinn zu täuschen.
Ja, geh zum Tatort, müssen wir auch noch machen, ne? Zum Tatort gehen von diesem Lehrer da. Wollen wir uns ja auch noch mal umgucken. Ja, Moment, später. Oh Gott. Jetzt nehmen wir nicht. Nein. Mal gucken, was in der Apotheke existiert. Da irgendwas Schönes gibt. いらっしゃいませ。Okay, Drückerbombe. Es ist eine Drückerbombe. Arigatou gozaimashita. Nee, das hilft nicht. Okay, wir müssen nach Welcome Pharmacy. Welcome Pharmacy. Welcome Apotheke. Ja, gut, Welcome Apotheke kann doch sein. Naja, also. Ah, da war so ein Ding dran. Das habe ich gesehen. Ah, scheiße. Okay. Dann holen wir das nochmal ganz kurz. So, hier wird sogar der Fall. Was? Nein! Okay. Ne, das Gebäude in der Nähe des Sakura River. Da müssen wir wohl Mikoshibas Leiche gefunden haben. Schloss sieht aus, als wäre es leicht zu knacken, aber jetzt am Tag mit Tür. Leute, ich soll nach. Ich will das, ob es noch einen anderen Weg hineingibt. Ja, okay. Dann machen wir das nächste Folge. Machen wir nächste Folge bei der Hauptstory weiter. Wollte ich eigentlich nicht, egal. Können wir ja machen. Machen wir nächste Folge bei Mikoshiba weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein. Bis dann, euer Pyrus. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hat es heute wieder gefallen. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.